Hallöchen Leute, willkommen zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Ocarina of Time. Im letzten Part haben wir herausgefunden, dass uns doch noch ein Schlüssel fehlt und ich weiß, wo er jetzt wieder ist. Ich habe offscreen nochmal alles abgesucht und oben haben wir tatsächlich einen Raum vergessen zu inspizieren. Ich weiß nicht, könnt ihr euch erinnern, als wir da so einen komischen roten Block verschoben haben? Den können wir jetzt hier wieder richtig hinschieben, sodass wir zu der Schatztruhe kommen, und zwar der hier. Oder? Nee. Ich muss da irgendwie hinkommen. Die Frage ist, wie komme ich jetzt an diesen Felsblock wieder ran? Von der anderen Seite. Wo ist der? Jetzt habe ich gedacht, ich hätte es, aber nee, das war es noch nicht. Nee. Ich muss jetzt aber auf meine KP aufpassen, auf mein Leben, auf meine Herzen. Ich stehe kurz vorm Tode. Und ich krieg Pfeile, super. Meine Leben sind gering und ich krieg Pfeile. So. Mit aller Seelenruhe. Hier geht's raus. Ich muss mal vielleicht den Wasserspiegel noch mal senken. Irgendwo muss ich was übersehen haben. Ich muss einen ganz geringen Teil übersehen haben, Leute. Was zur Hölle habe ich übersehen? So, hier kann ich mal nicht den Wasserspiegel ändern, sondern hier. Das regt mich so auf, Leute. Ich will jetzt diesen Wassertempel schaffen, heute noch. Jetzt muss man nur überlegen, wo muss man hin, wo waren wir jetzt noch nicht? Das ist die große Expertenfrage. Toll, super. Und abgekratzt und das Ganze glaubt nochmal von vorne, ne? Ist das nicht geil, Leute? Ja, Gott sei Dank haben wir den Wasserspiegel wieder normalisiert. Den Enderhaken haben wir wieder, ne? Ja. Jetzt müssen wir überlegen, wie machen wir das? Ich gehe jetzt nochmal da zurück. Ich muss mich jetzt einfach mal genau umschauen, Leute. Okay, ich bin noch durch die Tür geglitscht. Oh nein, da ist es. Ihr Schweine, ich habe jetzt so lange rumgemacht, ihr dummen Hunde. Oh, ey, ich krieg einen Hass. Da ist der Scheißschlüssel. Hey! Leute, ich lüge euch jetzt nicht an. Ich habe jetzt bestimmt 40 Minuten an dieser Scheiße rumgemacht. Und jetzt zurück zum anderen Thema. Nur rausfinden, wo der nochmal war. Wo war das jetzt nochmal? War das unten oder oben? Der Level ist so riesig, ey. Ich hasse den. Ich hasse ihn wie die Pest, aber ich glaube, der ist unten. Ja, der müsste unten sein. Der müsste unten sein. Ziehen wir unsere Eisenstiefel an. Lassen uns runtersinken. War das hier? Nee. Leute, nee. Nee, hier auch nicht. Ja, hier. Genau. Jetzt können wir praktisch hier wieder rüber ändern. Ich mache jetzt mal langsam. Ich kann hier das Ziel, wenn ich so schnell bin. Und das können wir wieder ein bisschen schneller machen. Ja. Und rüber.
Okay, alles cool, alles cool. Hier mit Bomben aufsprengen. Mit Glück kann ich die Bombe vielleicht rüberwerfen. Nee, ganz knapp leider. Ich habe gedacht, ich könnte Zeit damit sparen, weil wir müssen auf beiden Seiten aufsprengen. Sieht man hier auch ganz komisch. Und natürlich auch hier. Die Viecher hasse ich am meisten. Ey. Aber wenigstens gleich zwei auf einen Schlag. Und jetzt müssen wir praktisch ein Spielchen spielen. Wir müssen hier praktisch hier außen rum den Felsen hier praktisch bis zum Ende hin schieben. Und dann hier rausschieben. Und dann wieder hier außen rum und dann vorschieben. So, fertig. Hoch mit uns. Wasserspiegel steigen lassen. Am besten, ihr tut diese Armors, diese Spinnenviecher da gar nicht erst anvisieren. Sonst habt ihr Probleme mit dem Springen, Leute. Den Fehler habe ich gemacht und ja, das habt ihr, glaube ich, auch im letzten Part gesehen. Ne? Und jetzt können wir endlich diesen Master Key abholen. Ey, Gott sei Dank, das ist... Oh, also, nee, Leute. Der Wassertempel, der hat mich in meinem ganzen Let's Play mit Albträumen verfolgt. Das ist... Oh, der war die Katastrophe. Und jetzt, Gott sei Dank, hat diese Scheiße ein Ende. Wir werden jetzt bald in diesem Part noch das Ganze beenden. Hier ist der Master Key. Gott sei Dank! Moment, wir waren Vasen. Haben wir eine Fee? Ja, wir haben eine Fee. Gut. Aber kriegen wir vielleicht noch eine Fee? Kriegen wir noch eine Fee? Dann müssen wir gleich mal überprüfen. Ja. Die holen wir uns auch. Mit einer Fläche. Und gefangen. Gut. Damit haben wir erstmal gutes Überleben. Und wir werden uns jetzt auf jeden Fall wieder weiter vorspulen. Und ziehen wieder die Eisenstiefel an. Und jetzt ist mal dieser Scheißwechsel. Ich habe eine Idee. Ich bring mich jetzt um. Ich lasse mich jetzt umbringen. Bring mich um, bring mich um. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Nee, warte mal. Das ist eine Scheißidee. Ich habe doch die Feen. Das war jetzt nicht intelligent von mir. Nein! Muss mich runtersacken lassen. Jetzt bin ich wieder hier. Geil. Rüber, rüber. Hoch mit uns. Und jetzt zum Ausgang schwimmen. Zum Ausgang. Er ist hier. Hier. Schnell. Ich möchte jetzt einfach raus hier. Ich möchte diesen Scheiß-Tempel nicht mehr sehen, ey. Ich krieg das Kotzen von dem Ding. So. Jetzt aber weg mit uns. Absolut Feierabend. Ich habe keinen Bock mehr. So. Ihr mich auch, Leute. Ihr mich auch. Und jetzt hoch mit uns. Und jetzt müssen wir das letzte Mal ein Lied spielen. Oh, mein Kommentarstil, ey, der ist gerade echt zum Kotzen. Es tut mir auch leid, Leute, aber die Geduld lässt grüßen. Und jetzt zum Boss. Ich will jetzt zum Boss. Boom. So, zum Boss. Endlich kann ich das sagen. Zum Boss geht es hier entlang. Oh. Hey, es wurde jetzt echt langsam mal Zeit. Und weg mit uns. Und jetzt mache ich Morpha so schnell fertig, wie ich Morpha noch nie fertig gemacht habe.
zu viel. Gleich schon mal richtig vergeigt. Rüber, rüber, rüber. Oh, 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 oh. Nein! Ja, toll, jetzt bin ich von allen drei getroffen worden. Wird wieder nichts. Ich muss irgendwie anders mitziehen. Cool. Jetzt komme ich da nicht hoch, oder was? Ich krieg das Kotzen. Jetzt komme ich da nicht hoch, oder was? Wäre ich doch nur zur Schule gegangen, ey. Mann! Ich komme nicht hoch, ey. Ja, und wenn ich roll, dann wird es nichts mehr. Ich darf nicht rollen. Ja, wie habe ich das jetzt geschafft? Dass ich so schräg laufe? Okay, das könnte mir helfen, das schräge Laufen. Probiere ich mal. Leute, ich will jetzt zum Boss! Oh Mann, ey, ich bin zu bescheuert, um das Rätsel jetzt zu lösen, oder was? Ey, ich bin jetzt kurz davor, meinen Scheiß-Controller gegen die Wand zu schmeißen. Ja, nein! Ich werde noch sterben. Weg. Gut, wir schaffen's. Ja. Oh mein Gott. War das jetzt peinlich? Lalalala. Oh mein Gott, ey. Jerome. Mann. Also noch bescheuerer konnten wir es jetzt nicht anstellen, oder? Oh Mann. Egal, wir haben es geschafft. Ruhe. Ich will nichts von euch hören, ich will nichts von euch lesen. Ich hab's geschafft. Auch wenn ich es total bescheuert gemacht habe. Und jetzt kommt endlich der Boss. Und zwar Morpha. Frag mich nicht, ich fand den immer cool, den Boss. Aquamöbes Wassertentakel Morpha. Das Viech hat ein einfaches Prinzip. Und zwar... Jetzt... So. Okay, jetzt... Rennt lieber weg auf die andere Seite. Und zieht... das Herz zu euch und... haut drauf! Jetzt kriege ich es wieder nicht. Jetzt sollten wir lieber ausweichen. Wenn mich der Tentakel erwischt, bin ich tot. Oh Gott. Jetzt. Schnell weg. D-
Du Drecksviech, bleib stehen! Ich hab dich noch nicht genug versohlt. Ja, aber der ist jetzt schon kurz vorm Tode. Er steht kurz vorm Tode. Aber wir genauso. Ich sollte lieber auf Sicherheit spielen. Mit einem enormen Abstand. Bleibst du jetzt mal stehen? Du Drecksteil! Kriege ich das schon wieder dabei? Ich krieg gleich einen Krampf, ey. Ist das ein scheiß Boss, Mann! Jetzt habe ich gedacht, jetzt hat er mich. Komm her! Boah, ey, kriege Hass auf dich, du Scheißdreckskugel! Alter, nie so selten doof angestellt! Nein! Das ist mein Tod. Ich sterb. Das halte ich nicht durch. Der wirft mir... Nein! Ich hab doch eine Fee. Hallo? Ich hab eine Ihr habt's gesehen, Leute. Ich hab zwei Feen gehabt. Wieso ist das jetzt passiert? Fick dich, Morpha. Fick dich, du Sch... Das muss ich jetzt nachchecken. Das Spiel registriert die Fee nicht, weil es eine Nuss ist. Wie bitte? Wie bitte? What the fuck? Morpha, du bist eine Scheiße. Ich krieg Hass auf das Scheiße. Also wenn wir den Kampf bestanden haben, dann mache ich sowieso Schluss. Das ist mir egal. Da haben wir jetzt zwar nicht so viel geschafft, aber... Nee, Mensch. Mensch. Ich brauche die Fee. So, jetzt vollstens bereit für den Kampf der Kämpfe. Okay, ging gleich auf Anhieb, gut. Und da ist sie. Morpha! Du Drecksviech. Ich hasse dich. Alter, ich habe mich noch nie so bescheuert bei dem Viech angestellt. Lernt auch dieses Scheiß-Hits die ganze Zeit. Ich spring jetzt, glaub mal, in die Mitte. So, hoch mit uns. Jetzt spielt er sogar mit mir. Rüber. Jetzt warten wir. Ich kann das nicht erwischen. Leute, ich krieg gleich ein Herz ab. Ich krieg dir gleich ein Herzkasper. Du Drecksvieh. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Okay.
Ich hasse... Wieso? Ich check seit, warum ich mich so blöd anstelle. Alter, das ist mir sogar in meinem anderen Let's Play von The Legend of Zelda Ocarina of Time noch nie passiert, dass ich mich so bescheuert gegen so einen Boss angestellt habe. Ich hab's sogar mal geschafft, dass ich den mehrmals an mich rangezogen habe. Wieso schaffe ich das jetzt nicht mehr? Na toll, na toll, na toll. Ja, okay, so lange ist es dann doch wieder nicht. Schade, schade. Ey, das kann doch lange dauern, Leute. Komm jetzt her. Oh, oh fuck. Jetzt hat mich das Viech fast gekriegt. Alter. Weg. Von allen Richtungen sind die jetzt gekommen. Hey, und die ziehen massig ab, wenn sie sich in den Griff haben. So doch. Geile Scheiße. Das ist von der Knutschkugel. Nee, nee, nee. Ich will eigentlich nicht gleich zuschlagen, aber ich zieh mein Schwert so. Warum? Warum höre ich das eigentlich so schlecht? Ich glaube, wir haben hier jetzt genug Abstand. Ja. Komm schon her. Okay, das war ein Sador-Treffer. So gefällt mir das schon eher. Ich kann mich aber erinnern, gegen den Boss habe ich am meisten Probleme gehabt. Auch. Jetzt auch so allgemein gesagt, gegen den habe ich am meisten Probleme. Was machen wir hier? Und geben Morpha jetzt den Gnadenstoß. Das ist Betrug! Das ist so Betrug, ich hab das Viech noch erwischt! Das ist schon selbst wie eine Blamage! Oh, das war knapp. Das war richtig knapp. Jetzt habe ich dich. Das ist so Betrug! Ich krieg einen Hass auf dieses Scheißviech!
Kannst du jetzt mal bitte abkratzen? Jetzt warten wir. Wir müssen warten. Leute, das ist mir so peinlich! Das ist eine Blamage. Ich habe jetzt bestimmt 10 Minuten für das Viech gebraucht. Oder 20 oder 50 oder 10 Jahre und 6 Monate. Ich habe keine Ahnung. Also ich wurde noch nie, ich wiederhole noch nie in Zelda von so einem Boss vergewaltigt wie von diesem. Katastrophe, der Kampf. Katastrophal war der jetzt. Ich bin fassungslos, Leute, dass ich so dermaßen versagt habe gegen so einen Boss. So, wo ist das blöde Herzcontainer-Teil? Da drüben. Was ist das zum Kotzen, Leute? Kerle, du. Also so furchtbar, so schlimm hatte ich noch nie einen Kampf ausgetragen in Zelda. Allgemein in allen Zelda-Teilen habe ich noch nie so einen furchtbaren Kampf abgeliefert wie der hier. Ob es jetzt bei mir so im Let's Play war oder wenn ich selber gespielt habe. Hätte nicht gedacht, dass das Viech mich jetzt noch so runterfickt. Egal, wir haben den Wassertempel bestanden und ich bin froh drum. Höchste Zeit ist auch geworden. Link, ich hätte nichts anderes von jemandem erwartet, den ich zu meinem Ehemann auserkoren habe. Zoras Reich und seine Mitbewohner können dank deiner Hilfe wieder in Freiheit leben. Als mein Lohn gewähre ich dir meine ewige Liebe. Naja, das würde ich gern, aber ich merke, dass du an eine andere denkst. Richtig, Zelda. Als Weise des Wassers ist es meine Aufgabe, den Wassertempel zu bewachen. Und du suchst nach Prinzessin Zelda. Gib es zu, du kannst es nicht vor mir verheimlichen. Prinzessin Zelda, sie ist am Leben, ich spüre es. Also lass dich nicht entmutigen. Ich weiß, dich wird nichts aufhalten in deinem Kampf für den Frieden. Nimm daher dieses Amulett und trage es mit Würde. Oh, lieben gern, bitte, ich hab jetzt die Schnauze voll, ey. Ich hatte noch nie so wenig... Oh Gott, ey. Ich kann gerade nicht beschreiben, wie ich mich fühle. Das war die Katastrophe. So schlimm, das ist echt die... Oh nein, ich... Nee, ich sag dazu nichts mehr. Das Amulett des Wassers Rulo gibt es, als eine der Weißen zu erkennen und überträgt die ihre Kraft. Wenn du Sheik triffst, danke ihm von mir, okay? Kann ich ausrichten. Und jetzt Sendepause. Pause. Ich brauche jetzt dann Pause. Ich würde dann vorschlagen, man sieht sich im nächsten Part von The Legend of Zelda Ocarina of Time. Bis dahin sollten wir uns dann auf den Weg nach Kakariko gemacht haben. Ich werde aber noch den Feuerpfeil auf jeden Fall und den benötigen wir für später. Jo, ich werde das jetzt ehrlich gesagt nicht vorlesen. Ich bin zu entmutigt, um das zu lesen. Und ich bin auch viel zu entblößt. Also so habt ihr mich bestimmt noch nicht erlebt. Ja, ich werde es jetzt einfach vorskippen. Tut mir leid, Leute. Der Part ist absolut ins Wasser gefallen. Wortwörtlich. Oh je, Video. Lieber so, als wenn ich es nochmal machen müsst. Lieber so. Ja. Kannst du mal bitte aufhören zu labern? Ich brauche jetzt meine Feuerpfeile. Die möchte ich jetzt noch vorher holen und dann machen wir einen Cut und dann sehen wir uns in Kakariko wieder, beziehungsweise vor Kakariko. Ja, wunderschöne See, alles schön.
macht einen Abflug schick. Gut, sie ist weg. Alles klar. Feuerpfeile, wir kommen. Da macht wohl jemand Selbstmord. Ja gut, Link, du solltest echt mal ein Bad nehmen. Vielleicht sind dann die Frauen nicht so von dir abgeschreckt. Und jetzt hole ich mir noch die Feuerpfeile. In dem Fall müsst ihr in die Sonne schießen. Und zwar von hier. Zack. Und da kommt sie runter, die Feuerpfeile. Na, Halleluja. Und jetzt schwimmen wir rüber. Und holen sie uns noch. Die bauen wir für Ganons Turm. Und jetzt, wirklich Schluss. Man sieht sich dann. Ich mache mich auf den Weg nach Kakariko. Bis dann, Leute.